Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation, wo wir seit den letzten zwei Folgen, dadurch, dass wir keine neuen Dorfbewohner bekommen, pipapo, angefangen haben, Gebäude zu verzieren, ein bisschen die Attraktivität zu steigern, ne? Aber wir müssen auch irgendwann mal schauen, wie es hier weitergeht. Hilfe. Einnahmen generieren. Durch den Verkauf von Lebensmittelwaren und Luxusgütern an euren Dorfbewohner, dafür müsst ihr den Markt von... Durch den Handel von Gütern mit benachbarten Dörfern lässt sich der Abschnitt Handel mit weiteren Details. Durch die Zuordnung eines Finanzamtes und eine Steuereinheit zu einem Herrenhausdenkmal. Handel 1 von 2. Handel 2 Warehouse. Okay, das ist halt das Einbauen, okay. Punkte halten, liefer mehr Territorium arbeiten, mehr Gold, eine Armee aufstellen. Ah, da muss ich aber Schwerter halt für haben, das ist es. Aber ich brauche mehr Leute. Zufriedenheit erhöhen. Woran sehe ich denn, wer was ist? Das ist eher mein Problem. Oder sehe ich das hier vielleicht? Ich brauche eine Level 6, dann musst du das wahrscheinlich. Charles ist Bürger, oder? Wie bürgerlich. Bürgerliche. Hm. Habe ich nicht die Level 6er geupdatet? Ah ne, da waren wahrscheinlich noch nicht alle. Dann warst du es wahrscheinlich. Du bist Bürgerliche. Henrich? Bürger. Luxus? Kann ich das hier verkaufen? Das ist eine ganz blöde Frage. Da muss ich das da hinten umbauen, wo der dann Bier kaufen kann, oder was? Also muss jetzt anstatt ein Aufenthaltsraum eine Bedientheke rein, wo ich Bier verkaufe, oder was? Wollt ihr denn einen Bürger her? So, okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt erschließen sich wieder Leute an. Da, 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 da. Dann können wir nicht jetzt Eisen produzieren. Das kann ich dann für den Köhler einsetzen, für den Schmied einsetzen. Ah, schön. Hier sind 48 Bier zu verkaufen. Das sollte für den Anfang reichen, oder? Kauft den Alkohol, den ich euch gebe. Tut es. Tut es jetzt. So, jetzt müsste ich doch eigentlich hier einen Kühler zuweisen können, oder? Sind wir schon im Gebiet? Nee, sind wir nicht. Aber ich kann schon mal den Auftrag geben für die Schmiede. Nee, warte, wir brauchen erstmal einen Eisenschmelzer. Hat ja auch wieder schlechten Einfluss. Dann setzen wir dich hier hin. Und dann würde ich hier noch ein Lagerhaus hinsetzen, irgendwie so. Jetzt, das haben wir sie. Einer von euch beiden kommt hier rein. Und macht mal ganz schöne Kohle. Der andere kommt dann hier in die Eisenschmelze rein. Dann haben wir nicht frisches Eisen. Yes. Eisen, wir sind in der Eisenzeit angekommen. Woo! Hat auch echt lang genug gedauert. Leck o mio. Ich glaube, die sind ganz happy, dass ich sie auch hier nach unten ziehen habe lassen. Oh, cool, sogar drei Gebäude mittlerweile. Das Gebäude wird auch immer weiter gebaut. Meine zwei Steinmetze sind wahrscheinlich fleißig am Hackeln mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wo sammle ich denn normal diese Steinbrücke? Da habe ich sogar 29 noch drin. Jo. Und hier sind auf Lager 3 und hier sind auf Lager 2, also 5 noch extra. Bitte, oh, zu spät, Entschuldigung. Es tut mir leid. So, es gibt auch dieses Steuerbüro, ne? Handnähe. Steuerbüro frei. Mit 10 Bürgern schalte ich das Steuerbüro frei. Ich würde eh sagen, dass wenn wir das hier alles durch haben irgendwann, wir
eh eigentlich das Spiel. Vier haben sie angeschlossen. Jetzt geht's ab. Geil, gleich mal noch weiterbauen. Produzieren, produzieren. Werkzeuge, alles selber. Nice. Wie geil ist das denn? Es passiert was. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder am Anfang soll, welche zu Bürgern zu befördern, aber ich würde es gerne. Also wenigstens drei Stück, die alle zu Leibeigenen befördern. So. Lagerhaus wird fertiggestellt, da stelle ich jetzt die nächstbesten Bürger ein. Und hier kommt rein Kohle. Wo ist das Eisenerz? Eisenerz. Und Eisen fürs Erste. Und danach natürlich Schwerter auch. Und mit den Schwertern können wir dann unser Herd wiederherstellen. Und dann können wir wieder auf Missionen gehen. Und oh mein Gott, wir könnten wieder was tun. Endlich passiert was. Ich bin voll gerade happy. Ich tue noch eins in den Köhler. Damit die Kohle entstehen kann, produzieren wir eh schon eigentlich in Masse, aber... Safe ist safe. Du bist auch fertig. Dann kriegst du gleich mal zwei hier reingehauen. Schaut euch das Teil an. Wir haben endlich eine Eisenschmelze, die wir auch noch benutzen können. Das müsst ihr euch überlegen. Wir können sie auch nutzen. Jetzt habe ich mal schnell einen Screenshot gemacht. Weil die Folge hat eindeutig die Eisenschmelze dann. Ich finde es cool, dass sie jetzt dadurch, dass sie den ganzen Platz brauchen, schaut es halt auch viel besser aus. Hier haben wir halt zwischendurch immer noch so eine kleine Lücke irgendwie. Aber es geht. Du produzierst 90% der Zeit. Brot stehen wir gut da. Bären eher meh. Es liegt an der aktuellen Situation. Fisch haben wir 45 insgesamt. Die 20 aktuell auf dem Markt noch. Wie schaut's hier aus? Diese Woche wurde nichts verkauft. Keiner wollte von den Bürgern. Okay. Ist für mich auch komplett okay, wenn ihr kein Bier wollt. Brauche ich halt umsonst. Ne? Brauche ich den ganzen schon. Also, das schaut cool aus. Er hat schon wieder einen entschlossen anzuschließen. What? Wie geht's der Schmelze? Nice. Dann können wir eigentlich gleich hier. Eisenschmelzer Schmied. Hier hinsetzen. Und hier würde ich jetzt gerne noch ein paar Zierbäume hinsetzen, wenn die jetzt schon ein bisschen, wenn die bis hierhin schon kommen. So. Das geht jetzt wohl relativ schnell und easy. Wenn man den Trick mal draußen hat. Macht dann zack, zack, zack und es funktioniert was. Ja, schaut euch das an, wie geil das ausschaut, wenn dieses Feld hier voll ist. Ich tue Erntefeld, aber hier drüben auch nochmal so ein bisschen erweitern. Ne? Ich krieg von hier drüben auch noch ein kleines Feld. Fällt erst einmal zugewiesen, schauen, wie es bei euch läuft. Einfach um zu schauen, wie es läuft, weil man weiß ja nicht, was passiert. Wir müssen jetzt schon viel zu viel. Wie viel Eisen haben wir schon? 42, 12 Kohle. Wobei haben wir auch Schwerter. Können wir die Schwerter rein theoretisch handeln? Und wenn ja, wie viel kriege ich für ein Schwert? Da habe ich den Bonus und dort habe ich den Bonus. Bei den beiden. Also. Kauft Werkzeug für 10. Kauft Schwerter für 25. Alter, da würden wir reich werden. Da würden wir uns komplett drauf steuern können. What? Wurde diese Woche was gekauft? Diese Woche wurde nichts gekauft. Warum nicht? Zwei, Alter, jetzt geht's wieder ab auf einmal. What?
Eigentlich muss ich auch gleich die Schmerzschmelze bauen, weil so schnell wie das jetzt geht. Dann setzen wir das jetzt alles hier hin. Hier kommen dann Wohngebäude hin. Das wird alles wieder Wohnblock. Hier kommen dann später die ganzen Fischer hin, glaube ich. Oder halt hier vorne an die Ecke. Aber what the fuck geht jetzt ab? Auf einmal, weißt du, das hat jetzt voll ewig gedauert und nochmal. Zuck, geht's wieder los. Leute, wir brauchen noch wir brauchen 40 Werkzeug. Und dann 25 auf Lager. Nicht so schlau. Aber in Zukunft brauchen wir uns darum keine Sorgen mehr machen, weil wir selber produzieren. Heurika. Gut. Ich bin heute so müde, ich weiß nicht wieso. Ah, da werden gerade die 20 Werkzeuge gebracht. Wo sind sie denn? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Das müssten sie sein. Und? Muss mal gucken. Auto. Okay. Nice. Komm schon, mach das fertig. Ich will endlich die Schmiede sehen. Da steht dann so richtig unsere Eisenproduktionskette. Ich bin gerade irgendwie so baff wieder, dass irgendwas passiert. Wir knacken auch bald die 100 Einwohner. Uff. Und wir brauchen noch 3 Bürger, dann können wir die ganzen anderen Bonus freischalten. Yay! Und vielleicht sollten wir dann irgendwann das Gebäude hier erneuern. Wäre vielleicht nicht doof. Ich muss sagen, man merkt schon, dass das Dorf irgendwie zusammengeschustert ist. Aber es hat irgendwie doch so was so zusammengewachsenes. Außer vielleicht das hier jetzt, aber ansonsten ist halt alles hier schön zusammengewachsen, ne? Es werden immer mehr. Was geht jetzt ab? Wir werden jetzt irgendwann einen Einnahme kurz einen Stopp haben. Ah ne, jetzt hat er schon alles cool, nice. Bau die Hütte fertig, Junge. Ich will endlich sehen, was passiert, wenn es fertig ist. Komm schon. Yes. Fertig, 2 Schmiede können da rein. Bedeutet, jetzt haben wir endlich das auch fertig. Alter, wie geil ist das denn? Jetzt muss dann nur noch der Schwertschmied fertig werden. Dann können wir unsere Schwerter auch produzieren für unsere Soldaten. Damit wir, dann rekrutieren wir wieder hier für uns, machen ein größeres Heer und gehen mal auf eine Militärmission und schauen, was wir da rauskriegen. Ich habe noch nie eine Militärmission geschafft gefühlt. Irgendwie, glaube ich, denke ich, vermute ich. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen diese Folge ein bisschen kürzer, 2 Minuten. Ist ja nicht schlimm. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.